karamellisierter Fenchel mit Orange und Ingwer. Ja, ein bisschen anders zubereitet, wie ihr das vielleicht kennt, aber saumäßig lecker. So schaut die ideale Fenchelscheibe aus. Ja. Ich habe unten noch den Strunk dran, so muss es sein. Schön frisch, knackig, toll riechend. So, und diese Fenchelstücke, die kommen jetzt in schäumende, glückliche Butter. So, und da werden sie so ein bisschen angebrutzelt, okay, dass sie so ein bisschen Farbe bekommen. Und dann kommen jetzt ein paar Sachen dazu, wie zum Beispiel, Bernd, komm mal zu mir her. Das hier ist ein? Ingwer. Ja, fast. Ja, das ist ein Bio-Ingwer. Und das sind so die Kleinigkeiten, die das Leben auch besser machen. Und den Bio-Ingwer kann man erstmal auch mit Schale reiben. Und dann schmeckt der viel besser. Also, es ist nicht nur so ein bisschen besser, sondern der schmeckt viel besser. Den Ingwer reiben, dann zu dem Ingwer ganz wenig Orangenschale. Bisschen gröber gerieben, hier auf meiner Zauberreibe. So, das sind schon mal zwei Zutaten, die sind schon mal ganz weit vorn. Also, pass mal auf, hier aus dem Lehrbuch. Ingwer, Orangenschale, Zimt, Kardamomkapseln und vielleicht etwas Fenchelsamen. So, das brauchen wir zum kulinarischen Glück. Es gibt ja, guck, muss ich da zeigen, ja. Ich könnte heulen, Gemüse zum Niederknien. Pur, mein Gemüsebuch, einfach mal Gemüse ein bisschen anders. Ich habe die 30 gängigsten Gemüsesorten zum Anlass genommen und habe jedem Gemüse die 2 bis 3 besten Zubereitungsarten gegeben, aller Hänse, Sensation. So, der Fenchel hat ein bisschen Farbe. Naja, oder? Also da ist die Farbe. So, dann kommen die Aromaten dazu. Auch der Ingwer. Nochmal ein Stückchen Butter. Dann habe ich noch Pistazien. Und das Ganze so ein bisschen anbrutzeln lassen, ja, dass es Farbe bekommt, meine Lieben. Und dann schmeckt es auch gut. Dann kommen Meersalzflocken dazu. Richtig schön. Und auf die Menge, ich zeige das mal, so einen gehäuften Teelöffel Puderzucker. So, und das Ganze jetzt so ein bisschen anbraten lassen, ja, dass es Farbe bekommt, dass der Fenchel Charakter bekommt. Das ist so ein abartig geiles Gemüse und mit der Zubereitung stecht ihr jedes gegrillte Filetsteak aus. Garantiere ich euch, ja. Steak grillen kann jeder, das kann nicht jeder, aber ihr könnt es jetzt. So, weiter geht's. In die andere Pfanne, Herr Chefkoch. So, dann kommt da rein etwas Fenchelsamen. Zu dem Fenchelsamen die Butter und Zucker und das Ganze jetzt auch noch so etwas karamellisieren lassen. Komm, geben wir ein paar Kardamomkapseln auch noch dazu. Und das Ganze jetzt ja, mit Farbe, goldgelb, mit dem Zucker karamellisieren lassen. So, andere Pfanne, den Fenchel ab und zu umdrehen. Ja, da brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Und jetzt Orangensaft. So, jetzt sind wir die Orange. Achtung, das müsst ihr auch üben. Das ist gar nicht so leicht. Ich ja, Moment, das schaut so saumäßig leicht aus, ja. Ist es aber gar nicht. Das ist aber das Einzige, was ich kann. Okay, eine frische Orange, halbieren, Saft dazu. So, und jetzt den Fenchel, würde ich mal sagen, so 3 Minuten hier brutzeln lassen. Ja? Ich laufe nicht weg, ihr bleibt auch dran. Okay, so, ein paar Minuten ist vergangen. Der Fenchel ist weich, der Orangensaft ist eingekocht, ja, der hat ja auch noch ein bisschen Zucker und karamellisiert dann. Und jetzt dieses wunderschöne Fenchelteil. Also ihr müsst da einfach auch so ein bisschen Freude entwickeln. Das ist doch toll, oder? Wie der Fenchel einfach auch schon. Finde ich genial. So, und jetzt kommt diese Würzbutter hier drüber. Jetzt natürlich die Zimtstange nicht mitessen, ja, das muss man halt wegtun. Und dann habe ich den karamellisierten Fenchelsamen noch und die leckeren Kapseln hier. So, oben drauf. Da spielt die Musik. Wow, wow. Ey, da tropft der Zahn, ja, sagt man.
Sehr schön. Hey, Hänsels Blitzrezepte. Kocht es nach. Ihr werdet wirklich Freude haben als Hauptzutat pur Christian Hänsel Fenchel oder eben als Gemüsebeilage. Guten Appetit.